Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Der schenk ich dann eine Luftmatratze und eine Spielzeugmaus. Peace. Hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kunol. Ich habe meinen Ausweis kaputt gemacht. Naja. Vorgehens Heimvorteil 50, also ein kleines Jubiläum, habe ich auch schon lange nichts mehr gesendet. Habe mehrere Gründe gehabt, erzähle ich euch gleich. Käufer, um die Wirtschaft zu stützen. Haben wir gedacht, dass der wieder einschaltet. So. Erst einmal Gratulation zum 50. Fokkerchens Heimfahrt, dass ihr es so lange ausgehalten habt, das ist schön. Da würde ich euch ein kleines Special dann mal bringen, und zwar mit, lassen wir den Polofahrer raus, jetzt fährt er wieder rein, jetzt winkt er und jetzt fährt er mal rein. Nein, ich hätte ja Zeit gehabt. Ja. Ich wollte ja eigentlich hier mit Feuerwerk und keine Ahnung, 50 knapp begleiteten Damen quasi ein Special machen. Geht nicht wegen Sexismus. Heute kann man ja nichts mehr machen, ohne dass man Rassist ist oder Sexist oder Saxophonist, je nachdem. Da kenne ich übrigens einen. Und dementsprechend haben wir gedacht, mache ich nichts Besonderes. Das wird ein ganz normales Vogelchens Heimfahrt Teil 50. Tada! Aber das 50, vielleicht schreibe ich das 50 in Gold. Vielleicht ist es dann was Besonderes. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Was veranlasst mich, das Video zu machen? Und das ist einmal die Intoleranz der E-Autofahrer. Ui, jetzt gibt es Daumen nach unten. Aber egal. Es ist so. Wie komme ich drauf? Ich komme drauf, weil ich ja immer wieder auch Videos über Motorräder mache, also auch Verbrenner, nicht nur E. Und da ist es so, dass ich sehr viele Kommentare dann habe oder auch E-Mails bekomme, wo dann wirklich, also keine wüsten Beschimpfungen sind, aber dann halt dann drin steht wie: Focker, wie kannst du das machen? Du bist doch ein E-Autofahrer. Wie kann man denn solche Knallbüchsen fahren? Und das geht gar nicht. Und was bist du für ein Vorbild? Und, und. Also, ich habe jetzt schon mitgekriegt, dass E-Automobilisten nicht besonders tolerant sind. Das habe ich mitbekommen. Es ist wahrscheinlich so wie ehemalige Raucher, die halt jetzt Nichtraucher sind und eigentlich die schlimmeren Nichtraucher sind von allen. Ich bin übrigens Nichtraucher. Ich habe nur mal mit 6 Jahren eine halbe Zigarre geraucht, habe 3 Tage lang so richtig in die Hose gepfeffert und seitdem rauche ich nicht mehr. Seitdem rauche ich nicht mehr. Das ist eigentlich auch eine gute Methode, glaube ich. Und so, glaube ich, ist es auch mit E-Autofahrern oder mit sehr vielen, weil jahrzehntelang Verbrenner gefahren, jetzt E-Auto, und jetzt ist es halt so, dass sehr viele, nicht alle, also die sich da jetzt angesprochen fühlen oder auch beziehungsweise nicht angesprochen fühlen, die können dann ruhig auch da bleiben. Die anderen ist es oft so, dass die dann ja sehr harsch umgehen mit dem Thema Verbrenner, vergessen aber, dass sie eigentlich die wenigsten werden schon mit E groß geworden sein, gehe ich mal davon aus, jahrzehntelang mit dem Verbrenner gefahren sind, eigentlich damit immer recht gut gefahren sind, jetzt fahren sie E und jetzt verteufeln sie die Verbrenner. Und das ist mit Verbrenner-Motorrädern scheinbar genauso, all dieweil, jetzt kommt es mir erst, ich habe mich verfahren, ich wollte eine ganz andere Strecke fahren, ist egal. Und die verteufeln die Verbrenner, weil sie jetzt halt so denken und manchmal auch mitteilen,
Wir sind die Sauberen und ihr seid die Umweltverschmutzer. Ihr seid die schmutzigen Schweine. Das habe ich öfter schon so gelesen, öfter schon so gehört. Auch auf Videos, die ich quasi halt gemacht habe, die über Verbrenner funktionieren oder über Verbrenner handeln und dementsprechend schon auch solche Kommentare lesen habe müssen. Kurz gesagt, wie kann man das machen? Wie kann man E-Auto fahren und dann die Verbrennermotorräder noch unterstützen? Wie geht das? Und ich sage jetzt einfach mal, ja, das geht ganz einfach eigentlich. Denn das eine hat für mich nichts mit dem anderen zu tun. Vielleicht ist die Intoleranz von den E-Autofahrern auch so, dass die ja lange Zeit, oder man ist ja denen lange Zeit intolerant entgegengetreten. Gerade am Anfang war es halt so, dass sehr viele dann geschrieben haben, E-Autofahrer, ihr seid die Verpester und ihr, keine Ahnung, Lithium, Kobalt, was noch alles gibt. Und es ist auch nicht besser als Verbrenner und ihr seid die größeren Umweltschweine und so weiter. Also das war ja auch intolerant. Man hat sich ja eigentlich, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, man hat sich ja als E-Autofahrer rechtfertigen müssen, warum dass man eh fährt. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert und gebessert, Gott sei Dank. Aber es ist noch nicht ganz weg. Und sehr viele sind wahrscheinlich dann dünnhäutig geworden und haben keine Lust mehr, sich recht zu fertigen. Ich ja auch nicht. Und durch das, dass sie viel Intoleranz erlebt haben, vielleicht ist es bei manchen auch jetzt so, dass sie sagen, wenn ich schon intolerant behandelt worden bin, kann ich jetzt auch intolerant handeln. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es so, ich mag Autos. Ich mag nicht jede Autos, ich mag nicht alle Autos, aber ich mag Autos. Besonders toll finde ich Oldtimer. Und da werden vielleicht wieder rein, ah, die Oldtimer sind die größten Dreckschleudern und so weiter. Für mich ist es immer noch besser, ich fahre ein 45 Jahre altes Auto und habe 45 Jahre kein neues Auto gekauft und somit ist die Umweltbilanz eines alten Autos mit H-Kennzeichen schon wieder besser als ein neues. Ja, ist so. So ist es bei mir im Motorradbereich. Ich mag halt gern alte oder ältere Motorräder. Mein neuestes Motorrad ist 15 Jahre alt. Und das ist ja eigentlich auch schon immer neu. Ja, das merkt man in der Technik, die verbaut ist. Das merkt man im Abgasverhalten und so weiter. Das ist klar. Aber ich mag halt alte Motorräder oder ältere Motorräder. Mein zweitjüngstes ist Baujahr 83 und mein ältestes Motorrad momentan ist Baujahr 81. Da gibt es jeweils Videos auf dem Kanal. Und unter den Videos kannst du halt auch viel hören und viel lesen, wie zum Beispiel eben, wie kannst du das machen. Es gehört für mich ganz normal dazu. Wir werden keine E-Mobilität sehen in den nächsten 2 Jahren zu 100%. Da bin ich mir absolut sicher. Und im Motorradbereich werden wir es, glaube ich, nicht mal in 40 Jahren sehen. Es sei denn, der Gesetzesgeber schreibt es vor. Dann hat er ein Problem, weil es dann werden viel eher aufhören zum Motorrad fahren, als ein E-Motorrad zu fahren. Bin ich gegen E-Motorräder? Nein, bin ich nicht. Ich habe halt auch schon einige getestet und es kommen noch einige. Aber ich selber bin eigentlich für E-Motorräder noch nicht bereit. Das ist halt meine Einstellung, das ist halt so. Und die kann auch keiner ändern, auch wenn jetzt unterschreiben, ja, ich habe die Zero und ich habe die Energica und ich habe die Harley Livewire und keine Ahnung was. Das sind tolle Motorräder. Ja, da habt ihr recht, das sind tolle Motorräder. Aber die Kompromisse, die ich im E-Auto gerne eingehe gegenüber zum Verbrenner, die will ich nicht eingehen beim Motorradfahren. Will ich einfach nicht. Ja, kann man vielleicht auch nicht richtig erklären, aber ich will es halt einfach nicht.
Ich sage nicht, dass man mit einem E-Motorrad nicht fahren kann. Es gibt ja, glaube ich, sogar schon Rekordfahrten von E-Motorrädern von, keine Ahnung, gute 1000 Kilometer am Tag. Das ist, glaube ich, sogar mit einer Zero gemacht worden, so viel ich weiß. Und das ist Respekt, toll, klasse. Das heißt für mich nicht, dass es nicht geht. Doch, das geht. Aber ich will es nicht. Das ist das Gleiche, wie wenn jetzt einer mit dem Auto, mit dem E-Auto fährt und da kommt also ein E-Auto-Kritiker und sagt, ich kaufe mir kein E-Auto, weil damit kann ich nicht nach Berlin rauffahren. Doch, kannst du. Du kannst damit sogar um die ganze Welt fahren. Du brauchst halt ein bisschen länger und du musst dir Gedanken machen, wo du ladest. Das ist mit dem Auto zum Beispiel noch so, weil er halt eine Reichweite im Sommer so um die, ich sage mal, um die 240 Kilometer hat. Je weiter ein Auto mit einer Ladung kommt, umso weniger muss man sich umstellen. Der Kona zum Beispiel, der über 500 Kilometer kommt bei uns, da brauche ich mich im Gegensatz zum Verbrenner eigentlich so gut wie gar nicht umstellen. Da brauche ich auch keine große Kompromisse machen bei dem Auto. Das Auto ist für mich eigentlich gleichzusetzen mit dem Verbrenner im Daily Use Prozess. Daily Use Prozess. Gibt es das überhaupt? Weil wenn nicht, jetzt gibt es es. Mal gleich mal bei Siemens sagen, ob sie es vielleicht einführen wollen, vielleicht kriege ich hier Geld dafür. Weil alles, was Englisch ist, ist top modern und wird übernommen. Das ist gut. Daily Use Prozess. Der Daily Use Prozess. Der DUP. Der DUP. Ist unfassbar. Der Fucker ist unfassbar. Ja. E-Mobilität und Verbrenner gleichzeitig geht. Es gibt einige auf dem Kanal, die fahren auch noch Verbrenner und E. Und für die ist das völlig in Ordnung. Und für mich ist das auch völlig in Ordnung. Und für mich ist es auch völlig in Ordnung, wenn einer schimpft und sagt, nein, ich fahre nur E, völlig egal, völlig okay. Und wenn einer sagt, nein, E ist nichts für mich, weil ich will das nicht, dann ist das für mich auch völlig okay. Ich werde keinen dissen, ich werde keinen blöd anpluppern, ich würde keinen einen dummen Kommentar schreiben, weil der halt Verbrenner fährt und kein E mag. Für mich, wie gesagt, ist es so, wenn ein Auto das nicht kann, ist es das eine, aber die E-Autos können eigentlich alles. Der Kona kann auch Berlin rauffahren und wenn ich oben nachts lade im Hotel und wieder runterfahre, dann kann er das. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind, ich glaube, so um die 410 Kilometer oder sowas nach Berlin. Von uns aus. Und das kann er. Und zwar problemlos. Da bleibt sogar noch was übrig, wenn ich oben ankomme. Wenn einer sagt, ich kaufe mir kein E-Auto, weil mit dem kann ich das und das nicht tun, dann stimmt das nicht. Und da muss ich schon sagen, also da muss ich einen Senf dazugeben und muss dann sagen, hey, pass auf, das stimmt nicht. Das geht. Wenn der aber sagt, ich will kein E-Auto, weil ich damit ein Problem habe, nach Berlin zu fahren, weil ich vielleicht Vollgas fahre und dann halt bloß 300 Kilometer komme und ich will nicht irgendwo an einer Ladesäule laden, dann für, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, dann ist das was anderes, dann ist das gerechtfertigt. Dann ist das eine Meinung, eine persönliche Meinung, die für mich stimmt. Ich will das nicht, das. Und nicht, das Teil kann das nicht, weil das stimmt nicht. Es kann eigentlich alles. Außer Anhänger ziehen oder so. Die meisten. Ja. Und dementsprechend ist es halt so, dass ich sage, ich kann E und Verbrenner mit ruhigem Gewissen kombinieren. Geht. Wenn einer E-Auto fährt und ein Verbrennermotorrad, dann kann das vielleicht nicht jeder von euch, aber sehr viele. Und ich kann es auch. Und damit habe ich kein Problem. Scheinbar viele oder einige von euch schon. Aber diese Meinung, die man dann dazu hat, also meine persönliche Meinung ist eben, es geht, muss man akzeptieren. Ob man will oder nicht. Und wenn man es nicht will, kann man es eh nicht schreiben, so ich finde es falsch. Aber das war's schon, weil es für jeden seine eigene Meinung ist.
Meinung ist. Und solange wir noch Meinungsfreiheit haben hier in der BRD, dann ist es so. Vielleicht gibt es es mal nicht mehr, man weiß es nicht. Aber solange es noch gibt, kann man das auch machen. Ich sehe gerade, das Bild ist ein wenig dunkel. Ja, das Handy. Ist nicht so. Vielleicht so. Jetzt wird es noch dunkler. Jetzt wird es heller. Ach, ich weiß es auch nicht. Ja, das war's. 50. Fockerchens Heimfahrt. Es wird jetzt demnächst ein Video kommen über meine Wallbox, weil da sind einige Fragen aufgetaucht. Dann werde ich ein Video machen über Windkraft. Das brennt mir auch auf den Fingern. Da muss ich auch unbedingt was dazu sagen. Und dann werde ich noch ein Video machen. Ach, ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. Also, 14:30. Normalerweise würde ich noch eine Stunde arbeiten, aber durch Corona ist es so, dass wir um 14:00 ungefähr raus sein müssen. Und ganz ehrlich, da habe ich mich jetzt schon daran gewöhnt, dass ich um 14:00 Arbeitsschluss habe. Weil normalerweise sitze ich bis 15:30, manchmal sogar noch länger in der Arbeit. Von 6 Uhr ab in der Früh, muss man sagen. Also ich fange nicht erst um 9 Uhr an, sondern ich fange schon um 6 Uhr an zum Arbeiten und arbeite dann bis um 15:30, manchmal auch länger. Ich darf halt nicht über die 10 Stunden kommen. Und da ist es ganz schön, wenn man mal sagt, Mensch, um 14 Uhr ist Feierabend, um so 14:30, kurz nach 14:30, bin ich schon zu Hause. Das ist fein, nicht einmal schlecht. Da gewöhnt man sich schnell dran und ich glaube mal, wenn es wirklich wieder aufwärts geht, hoffe ich, und ich dann wieder bis um 15:30 in der Arbeit sitze, dann wird man sich erst mal ganz schwer dran gewöhnen und sagen, ach Coach, hey, jetzt hätte ich Feierabend, jetzt muss ich nur 2 Stunden. Also das ist, ja, man gewöhnt sich sehr schnell an Sachen, die einen irgendwas erleichtern. Andersrum ist es wieder ein bisschen schwerer. So, ich gehe jetzt einkaufen, dass meine Frau was zum Essen hat, denn happy wife, happy life. Servus, sagt Locker, euer Fokker.